Hallöchen, meine Lieben. Ich bin's mal wieder. Ich mache heute wieder ein Video für euch. Und zwar habe ich damit noch gar nicht gerechnet. Ich habe Cloud9 Crafts bekommen heute. Heute, ja. Habe aber vor 3 Tagen erst bestellt. Echt krass. Also, die kommen von den Niederlanden. Und Wahnsinn. Faszinierend. Ja, das möchte ich euch zeigen. Und dann haben wir noch was. Und zwar war ich gestern bei Action. Ich muss mal hier Licht anmachen und gucken. Ja, das habe ich gerade. Ich habe das Paket schon ausgepackt und sortiert. Ich war gestern bei Action mit einer Freundin und habe einiges gekauft. Das zeige ich euch jetzt. Sind aber lauter gleiche Sachen. 2 Artikel habe ich für mich gekauft, die anderen waren alle für ein Geschenk. Das habe ich aber nochmal da. Und zwar habe ich mir C6 Kartenrohlinge gekauft. Ja, genau. Acht, 5 Inch. Und wo sind wir bei Zentimeter? Ja. Ja, 21. Also 10, 5 mal 14, 8 ungefähr. Eine C6-Karte. Da sind immer 5 Stück drinnen im Pack und 5 Umschläge. Ich habe mir hier meine Kraftfarbenen gekauft. Ich habe nämlich keine Kraftfarbenen gehabt. Und jetzt zu Weihnachten finde ich das irgendwie cool, wenn die Kraftfarben sind. Genau. Da habe ich mir, glaube ich, 5 Packen gekauft. Da habe ich wieder übertrieben. So, dann habe ich mir hier, das ist so eigentlich ein Fotoalbum. Kann man so Fotos reinpacken. Ich habe das aber als umfunktioniert. Ich habe das in meiner WhatsApp-Gruppe. Ich habe so eine Kreativ-WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr da rein mögt, schreibt mir einfach. Auf jeden Fall gibt es da verschiedene. Mir ist es eigentlich egal. Einmal Gold und Silber hier. Ich habe da 5 Stück mitgenommen und ich zeige euch gleich, was ich damit gemacht habe. Und zwar habe ich das gesehen bei einer Bastelfreundin. Mein Geschirr ist wieder fertig. Ja. Ihr seht schon, Mama Elephant, Lawn Fawn. Ich habe hier nämlich die ganzen Auflegerstanzen eingeheftet. So, und hier von der Elephant, die ist schon voll, aber ich habe ja nur eine Reserve. Dann haben wir hier so No Name, wo ich nicht weiß, wo die her sind. Und Sunny Studio. Und hier dachte ich, packe ich einfach mal ein. Und das sind so Basics, wie Kreise, verschiedener, dann oval, so ein Halbkreis und Viereck und Herz. Die habe ich da auch reingepackt. Genau, die stehen jetzt immer hier am Schreibtisch, weil die brauche ich immer. Eigentlich wollte ich auch noch den anderen hier einheften. Ich zeige euch die mal. Diese hier, aber die sind immer zu groß für das Heft. Naja, egal. Dann haben wir halt jetzt diese eingeheftet. Gut, da habe ich 5 Stück gekauft, habe ich glaube ich schon gesagt.
Das war's dann auch vom Action. Sonst habe ich mir nichts gefunden für mich persönlich. Aber das reicht ja auch. Man hat eh so viel Zeug. Ja, genau. Dann kommen wir zu Cloud9 Crafts. Wie gesagt, es ist super schnell gegangen mit dem Versand. Guckt da echt mal rein. Und ich habe wieder einige Goodies bekommen. Zuerst haben wir hier mal die Karte. Und die Packkarte. Hey Jenny, thank you so much for your wonderful order. Enjoy it all. Love, Cornelly. Einen Tag zum Gestalten. Einen Sticker. Merry Christmas. Richtig schön. Und Glitzer. Mal gucken, was ich damit machen werde. Irgendwann brauche ich den schon. Den habe ich nämlich letztes Mal auch bekommen. Dann haben wir hier zwei Die-Cuts von Doodlebug. Da habe ich jetzt schon so viele. Die verwende ich jetzt dann auch mal irgendwann. Und ein Memo-Papier zum Ideen aufschreiben. Ich werde das jetzt als Einkaufsliste nutzen, weil ich heute nur einkaufen gehe. Gut, dann kommen wir zu meiner Bestellung. Und zwar habe ich mir als allererstes hier, das war alles natürlich schon eingepackt, aber ich musste das Video jetzt nochmal drehen, habe ich mir hier einen Inker gekauft. Nachfülltinte. Da bin ich ja nicht gut drin. Ich habe mein Lieblingsstempelkissen, das habt ihr bestimmt schon öfter bei Instagram gesehen, wenn ich live war. Weil da bastle ich ja immer mit euch. Das ist das Versafine Onyx Black. Ja. Genau. Das habe ich jetzt seit 4-5 Jahren. Ja, 4-5 Jahre. Das sieht man auch. Da ist der Deckel schon ab, aber das ist ja egal. Genau, ich habe da zwar ein neues auch hier. Das ist das gleiche quasi, nur neuer. Neuen Deckel hat es jetzt. Aber ich will das nicht wegschmeißen, weil da ist ja trotzdem noch ein bisschen Tinte drin. Und es ist ja doch cool. Und ich dachte mir, ich versuche das einfach mal mit euch jetzt. hier. For re-inking Versafine Stamp Pad, shake well before use. Dann schütteln wir mal. Ich habe das selbst noch nie gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wie viel da jetzt rein muss. Da ist jetzt nur ein Bild. Da macht er einen Tropfen hin. Ich denke aber, wir gucken einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Keine Ahnung. Okay. Ich habe übertrieben. So, ich mache jetzt den Deckel drauf und lasse es einfach jetzt eine Weile stehen. Und wir gucken, wenn ich dran denke, später nochmal vorbei. Es ist noch sehr saftig, weil ich das nie benutzt habe. Das lassen wir. Ja, genau. Das ist so ein Inker. Dann habe ich Papier bestellt. Ich weiß nicht mal, wohin mit dem ganzen Papier, aber ich bestelle trotzdem immer wieder Papier. Fragt mich nicht, wieso das so ist. Jenny Logik. Und das habe ich durch Zufall gesehen. Und ich bereue es, auch jetzt schon wieder gekauft zu haben. Das ist von My Favorite Things, Spooky Season. Das ist neu von diesem Jahr. Ah, das ist ja cool, das habe ich ja noch nie gesehen. Color Chart. Das sind so die Farben, die dazu passen. Ich glaube, ja, das ist neu. Von heuer. Von jetzt. Und zwar ist das
die Halloween-Kollektion. Und ich habe das eigentlich nur gekauft wegen diesen Fledermäusen und wegen diesen schwarz-weißen Sachen. Aber das glänzt so komisch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt jetzt in der Kamera, aber das ist so ein komisches Papier. Mal gucken. Aber es ist ein richtig schönes Papier bei. Das muss man ja nicht nur für Halloween benutzen. Das durfte mit, das war nicht billig. Und jetzt, das habe ich gesehen auf Facebook, als es neu erschienen ist. Und ich so, fuck, was mache ich denn jetzt? Ich habe doch so viel Halloween-Papier und ich bastel doch eigentlich nicht zu Halloween so richtig. Aber das ist so, so toll. Ich muss euch das jetzt zeigen. Sweet and Spooky von Doodlebug. Soll ich das zeigen? Das ist krass, dieses Papier. Ich habe mal einmal Sternchen in Bund. Dann, so, haben wir hier so gelbe Sternchen. Und hier haben wir Süßigkeiten. Die haben alle Gesicht. Dann haben wir hier in rosa so Karo. Und hier Pünktchen. Oh Gott, hier haben wir so Streifen. Und hier in rosa. Ganzen Geister, Kürbisse, Fledermäuse, Spinnen, Mond. Dann haben wir hier Basic wieder. Gott, das ist toll. Hier haben wir so Kärtchen. Ich finde es vielleicht auch cool, wenn man so ATCs macht und dann hier so ein Kärtchen noch mit dazu klebt. Mal gucken. Oder auch mit den Die-Cuts, die man bekommt. Also die man dazu bekommt, manchmal als GIF. Ich habe mal so ein richtig krasses Papier. Und hier wieder so Basic. Hier Geister und buntes Karo-Papier. So was Schönes. Hier haben wir Geisterhäuser. Kärtchen. Hier Sternchen in Schwarz, Streifen, Kürbisse. Hier so zum Draufschreiben, das mache ich immer nicht. Ich nehme dann immer die andere Seite. Hier haben wir Tags. Und dann geht es wieder von vorne los. Ach, ist das ein tolles Papier. Ich flippe aus. Das musste sein. Ich habe zwar viel von Halloween, aber ja, das musste jetzt sein. Mal gucken, was ich da mal draus merke. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Paket, das ist eingepackt. Das raschle ich jetzt mit euch auf. Und zwar das neue Mama Elephant Release. Ja, ihr kennt mich. Ich muss da nicht viel zu sagen. Ich zeige euch das jetzt. Ja. BG Wonders of Winter. Background Wonders of Winter, denke ich mal. Und zwar haben wir hier, ich hoffe, so ein Berg oder das ist Tal mit Schnee. Dann haben wir hier ein Häuschen. Peace and Love, wishing you all the wonders of winter. Aber hier, wegen denen habe ich es gekauft. Und zwar sind es Birken und halt Bäume. Und die brauche ich immer wieder. Und solche habe ich noch nicht und das finde ich cool. Genau, da kann man so Szenen gestalten. Das mache ich ja total gerne. Dann Essential Tag Sayings. Ich habe mir die Tags auch, glaube ich, bestellt, aber ich weiß nicht wo. Habe ich mir die bestellt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man hier so alles drin, was man braucht. Hello friend, from me to you. Thank you for coming. You're the best. Made with love. A special treat. Hugs and kisses. Merry and bright. Happy Valentine's Day. Trick or treat. Just a little gift. Welcome, little one. Because you're amazing. Special delivery.
Hooray for you, happy holidays, celebrate all the good times, just for you, happy birthday to you. Genau, fand ich ganz cool, so Basics. Dann haben wir hier, das ist so toll, ich werde das heute gleich benutzen. Mama Elephant Keep Cozy. Das sind Tierchen, die machen eine Pyjama-Party, würde ich sagen. Und sind eingewickelt in der Decke und kuscheln sich hin. May the simple joys of life bring you warmth, peace and smiles. Wishing you the coziest of days and the happiest of hearts. Sending you warm wishes and cozy hugs. Das ist richtig toll. Dann habe ich hier, da muss ich nur gucken, wie ich das verwende. Make it merry. Bring on the holiday magic. Being on the holiday magic. Keine Ahnung. Dann haben wir hier just for you. Make it merry. Jingle all the way. Oh, what fun. Das fand ich so cool für so Weihnachtskarten. Das so embossen. Ja. Mal gucken. Und zum Schluss das hier. Da bin ich jetzt ein bisschen schockiert. Holly's Reindeers habe ich nicht aufgepasst. Naja, das ist nämlich ein anderes Stil von der Holly und das mag ich eigentlich nicht so, wenn bei Mama Elephant ist ja eher so, ihr kennt es jetzt hier eher so das. Und hier Holly's Reindeers, das ist eher so dünn gezeichnet und so filigran und so klein und das ist einfach ganz anders. Ja, ihr kennt es. Aber das bekomme ich auch hin. Oh dear, Christmas is here. Jingle all the way. Da hat man hier einen Schlitten, die ganzen Rentiere, ein Geschenk. Hier so eine Klingelkette, ich überlege gerade. Ja, die wird hier für den Schlitten sein. Genau. Ist trotzdem ein richtig tolles Set und ich kann mir da auch Karten mit vorstellen. Ja. Oh, ich liebe sie. So. Das war das Release. Ich hoffe, mein kleiner Shopping-Einkauf hat euch gefallen. Wir gucken jetzt gleich noch schnell das Stempelkissen an. Wahrscheinlich habe ich viel zu viel genommen. Ah, guckt mal. Man sieht nichts mehr. Es wird wieder funktionieren. Ja, mal gucken. Mal gucken. Da habe ich das jetzt in die Kamera gehalten. Schauen wir mal, wie das so stempelt. Jo. Nee, ich wünsche euch einen tollen Tag. Bleibt gesund. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, das würde mich sehr freuen. Und guckt, wie gesagt, bei Instagram vorbei. Jennys_Bastelreich, da seht ihr viel, viel mehr. Und da mache ich auch mal Live-Videos, bastel mit euch. Und ja, nicht, dass ihr denkt, ich kaufe immer nur ein und bastel nichts. Das ist alles auf Instagram, weil das viel einfacher ist vom Handling her. Genau. Also, bis dann und danke. Tschüss.